Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen bei Total War Three Kingdoms. Die acht Prinzen. Wie man sieht, meine Kleidung verändert sich nicht, deshalb habe ich meine längere Aufnahmesession. Ich schaffe es wirklich, vier Folgen am Stück aufzunehmen, bevor ich das Spiel wechseln muss. Ihr gebt ganz viel an das Jin-Kaiserreich und dafür greift ihr mich nicht an. Weil ihr Unterstützung von mir haben wollt. Warum mögt ihr mich nicht mehr? Achso, weil ich das Abkommen wahrscheinlich damals gebrochen habe. Was wollt ihr denn von mir haben? Den Arbeitsvermittler? Oh, für 10 Runden 2000. Okay, ihr seid ziemlich wohlhabend. Obwohl wir das Jin-Kaiserreich gegen mich Krieg erklärt. Dann ist das gar nicht so schlimm. Nur ein bisschen schlimm. Gier ist eine hässliche Eigenschaft. Aber dann kann ich alle, die in meinem Bündnis drin sind und so weiter, auf meine Seite direkt ziehen. Ach, da mögen ein paar das Jin-Kaiserreich eh schon nicht. So, das war klar, dass die rauskommen, weil der hat keine andere Wahl zu gewinnen. Und ich habe hierbei echt einen Vorteil. Das Glück ist uns gesonnen. Nutzen wir es. Tötet alle Feinde. Um Chinas Willen müssen die Feinde fallen. Nun seid wie ein Wirbelsturm. Drängt zum Sieg. Muss mal kurz den Mobs den Bauch kraulen. Jetzt guckt er. Ist immer geil. Du kraulst in den Bauch. Ist erstmal voll happy und dann. Hörst du plötzlich auf und dann guckt er erstmal so blöd hoch. Passiert nichts mehr an meinem Bauch. Habe ich da hinten irgendwas vergessen? Nein. Endlich! Unsere Verstärkung kommt! Los, los! Vielleicht kann ich ihn noch ein bisschen zurückziehen. Weil der wird ja auch seine Zeit brauchen. Das Problem ist halt der Wald. Ich kann in diesem Wald nicht mit den Katapulten arbeiten. Das ist der einzige Grund, warum ich mich zurückziehen muss. So, hinter den Hügel können wir die Truppen verstecken. Ja.
Dann müssen wir gucken, wo wir die als Verstärkung einsetzen können. Was könnt ihr so? Okay. So, das scheint alles ein Ziel zu haben und sich auf Position zu begeben. Brüste bereit machen! Ach so. Reichweite für die Katapulte und sowas. Armbrüste! Armbrüste bereit machen! Armbrustschützen! Beeilt euch! Im Eilmarsch! Armbrüste! Beeilt euch! Im Laufschritt! Aufpassen! Ich ziehe ein kleines Stück zurück, dass sie nicht direkt im Feuer drin sind von den Fernkämpfern. Dass die KI vielleicht erst die angreift, die in diesem Schildwall sind. Obwohl, noch besser. Stellen wir die doch einfach davor. In dem Schildwall. Dann können wir die Stangen als Flankenschutz nehmen, damit uns die Kavallerie da nicht reinläuft. Hasse ich manchmal echt, dass die von Distanzen her sich so kacke aufstellen. Also ich glaube, wir sind gut positioniert. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass der Feind kommt.
Seid ihr bereit zu sterben für euren Lehnsherr? Moment, sterben, darüber haben wir nie gesprochen. Bereit! Zu spät! Seid froh, beim Feind werden mehr sterben als bei uns. Können Sie das versichern? Natürlich nicht. Die erste Einheit, die sich gleich zeigen wird, aus dem Wald heraus, die wird so zerfetzt werden. Boah, bitte lauft jetzt nicht außen rum. Sucht er mich oder was macht er da oben? So, möge das Schnetzeln beginnen. Was mit euch? Ihr habt freie Schussbahn. Oder wollt ihr nicht wegen dem Wald? Oh, ich glaube, die schießen wirklich nicht. Weil der Wald im Weg ist. Katapulte! Auf mein Kommando! Wirbelkatapulte! Ah, jetzt. Sie haben unsere Männer gesehen. Bereit machen. Aufpassen. Pfeilsalve. Da fliehen schon die ersten von denen. Da fliegen gleich die nächsten. Weil die gleich voll im Eimer sind. Und schon wechseln wir auf die nächste Truppe. Die G-Miliz wird einfach auseinandergenommen. Ihre Einheit flieht! Feiglinge! Wenn die nur zwei Cavalry-Einheiten haben, dann nehmen wir die hiermit total auseinander. Geh hinter unsere Speerreihe. Schneller! Ihre Einheit fliegt! Feiglinge! Achtung, Krieger! Bereit machen! Wasser bezwingt alles! Lauft! Lauft! Bewegung! Bereit! Beeilt euch! Bewegung! Schwerter! Bereit! Achtung, die Soldaten! Lasst euren Zorn aus! Schnell ausrücken! Ich unterliege nicht wieder. Spart euch die Luft. Ihr werdet sie brauchen. So, die Reiter sind erledigt. Ein Kamerad wird angegriffen. Ich kann mich jetzt nicht um alles kümmern. Kavallerie, antreten!
Wagen! Kavallerie! Information! Nicht nachlassen! Pferde bereit machen! Zeigt keine Gnade! Reiter! Ihr seid schwach! Für diese Beleidigung töte ich euch! So, der wurde zwar von ihm angegriffen, aber der ist so gut wie tot. Achtung! Mein Gott, ey. Unser Sieg rückt immer näher. Oh, ich blinke. So, da geht der, den mal, bei denen mal in den Rücken rein. Ihr geht da oben in die Fernkämpfer rein. Oh, wir haben ein Problem in der Mitte. Hier könnten wir verlieren. Die hier sind nicht nur noch zu 57. Da müssen wir in die mal rein von hinten. So, ihr seid hier die berittenen Bogenschützen am Verfolgen. Da haben wir die Moral gut jetzt gebrochen. So, ihr geht mal aus dem... aus dieser Schildkrötenformation raus. Wenn die wegrennen, haben die eigentlich schon verloren. Meine Armbrustschützen zerfetzen die einfach. So, ich brauche euch mit ein bisschen mehr Tempo. Geht mal hin und versucht die zu töten, die bei uns im Feld stehen. Vergeudet nicht die Chance auf Rache! Ihr seid so schwach wie eure Worte! Ihr könnt euch da einfach aufstellen. So, den in den Rücken rein. Ihr zurückziehen. Das ist alles Futter für die Armbrust. Dürfen jetzt nur die Generäle hier rumlaufen und versuchen noch die beiden hier zu töten. Die feindliche Generale waren es nicht gewachsen. Anscheinend war nicht der Erste Weltkrieg die Erfindung des Artilleries Grabenfeuers Taktik. Schieß mich tot. Hier ist die Überlebenschance beim Feind noch geringer als an der Westfront. So, habt dann. Achtung! Lasst Gerechtigkeit walten! Der feindliche General war uns geht nicht doch gewachsen. Das arme Pferd.
So, warten wir noch so lange, bis die Geschütze verstummen. Tod allen Feinden des Prufreiches. Hat euch bis vor die feindlichen Tore geführt. Beim knapper Sieg, ey. Könnt ihr euch gleich mal reinziehen, was wir vernichtet haben. Gegen eure Armee. Von den Wurzeln nicht ewig bis zum Himmel. Guck mal, 1400 verloren gegen 4000 Verluste bei Feind. Armbrustschützen alle wieder knapp 200 Leute umgenietet. Katapulte waren jetzt nicht perfekt. Mit 100. Aber ich liebe die Quie-Armbrustschützen. Unsere Reiterei, bis auf die hier. Ich glaube, die habe ich losgeschickt, die Bogenkavallerie zu verfolgen. Waren ja auch alle sehr effizient. Okay, die beiden auch nicht. Das ist aber, ich glaube, die waren auch bei der Bogenkavallerie irgendwie hinten. Sie haben genug gelitten. Vereint sie mit ihrer Sipp. Los jetzt! Dann können wir in unserer Runde wenigstens das Reisfeld übernehmen. Und hat sich das erledigt mit denen. So, Spion ausgesandt nach Jin-Kaiserreich und Spion nach Huan-Shen ausgesandt. Und ich muss mich immer noch mit der Spionage besser auseinandersetzen. Um mich mal zu fragen, ob ich für das Volk vielleicht irgendwie Vasalisierung und so weiter dadurch begünstigen kann. Brauche mehr von diesen, wie heißen die Teile? Bündnis mit Sima Chang. Die Justitia. Damit ich mehr Kontrolle bekomme pro Runde. Zermalmt sie! Recht lässt sich nicht leugnen. Sie kämpften nur für ihren Glauben. Haltet so, unser Spion ist jetzt zurückgekehrt. Zheng Ping Yu ist ein Rivale von Sima Qi. So. Das wären die Gesamtarmee, die mich dann 3600 kostet pro Runde. Handlungsfähig zu sein. So, wir können euch noch bewegen. Lui Chang. Das gehört nochmal zu jemand ganz anderen. Hat aber natürlich wieder eine ähnliche Farbe. Zum Jin-Kaiserreich. Schön, euch zu sehen.
Ach, guck mal, das amortisiert sich doch gut. Weil das Handelsabkommen bringt uns 988. Also kann ich den ruhig 605 zahlen, um ein Vasall zu werden. Und ich kriege ja auch noch Geld von dem dann. Wir sind reich an Ideen. Dies ist nicht das Ende. So, Frieden vermittelt zwischen dem Jin-Kaiserreich und Ruan Chen. Sima werde ich wohl kaum vasalisieren können. Aber er mag mich auch sehr. Ein willkommener Anblick. Tretet einfach ein, Freund. Ach, mehr als 15 kann ich dadurch nicht bekommen. Okay. Bin zurzeit so reich, ey. Drauf geschissen. Entschuldigung. Warum habt ihr eigentlich mehr Handelsrouten, als ihr unterhalten könnt? Jetzt jeden Schlawiner hier rein. Ich bin der Vasalisierungsprofi. Nicht jemand anders diesmal. Gehört nicht mehr Krieg mit irgendwem. So, jetzt wäre, wenn ich mit dem Jin-Kaiserreich kämpfe, Ruan Chen auf jeden Fall ein guter Blocker. Wobei hier generell recht viel Platz ist. Also beziehungsweise hier oben ist ja, denke ich mal, die Hauptstreitmacht vom Jin-Kaiserreich. Da muss ich halt aufpassen, dass die nicht bei Sima Zhong oder so hier einmarschieren. Na, da haben die drei Armeen gerade stehen. Sima Jiyong, nicht, das ist Sima Zhong hier oben, ich weiß. Tja. Ach, deshalb wollte er wieder unabhängig werden. Weil der nette Herr ja einer der Prinzen ist. Deshalb wird er auch so stark eingestuft. Am besten baue ich noch eine vierte Armee auf. Wo ich mich echt immer frage, ich könnte 11 Armeen haben. Wie soll ich die finanzieren? Woraus sollen die bestehen? Aus Bauern, die nichts kosten. Vor allem, weil ich ja auch keine Generäle großartig haben kann. Weil jeder General einfach einen Haufen Kontrolle kostet. Pi Chang. Das finde ich sogar in Ordnung. Euch.
Sima Ping Pong. So, Spion wurde rekrutiert im Kaiserreich. Ich finde immer schön, dass sie so ein bisschen das Gebiet aufdecken. Auch wenn sie nur in diesem Kaiserreich rumlungern, passt das ja schon. Eine Frage des Charakters. Seid ihr eher geduldig? So, selbstredend ist Intellekt am wichtigsten. Eine Münze werfen. Mal eben gucken, was haben wir denn? Wohlstand. Verstand haben wir 109. Wohlstand 55 von 100. Ach komm, Intellekt ist am wichtigsten. Wir werden beliebt und kriegen diplomatischen Bonus. Nicht möglich. Ausgezeichnet. Sprecht. Wie kann es sein, dass Sima Ping Jing nur eine Stadt hat und das ist die Hauptstadt des Kaisers? Muss das sein? Also die frühere Hauptstadt des Kaisers. Wer vorsichtig ist, ist schlau. Es freut mich, euch zu sehen. Naja, aber ich wollte gerade gar nicht mit euch reden. Ich wollte gucken, ob das Jin-Kaiserreich irgendein Bündnis hat. Es hat nämlich keinerlei Bündnisse. Nur Handelsabkommen. Aber hat im Moment keinen Krieg gegen einen der Großen. Du bist mit Sima Mao im Bündnis. Ja, eigentlich haben wir die Folge schon beendet, ne? Sima Chang hat komischerweise hier vorne ein einziges Gebäude. Tretet einfach ein, Freund. Ja. Komisch. So, minus 30% Korruption auch in angrenzenden Gebiete. Diese Stadt ist zu klein für den höheren Stufen davon, also lass Rain was erstmal ab. Und hier machen wir auch eine Justiz hin. Niedrige Adelsunterstützung, also müssen wir euch erstmal von der Steuer befreien. So, dann machen wir eben den Break und sehen uns dann morgen wieder, wenn es weitergeht mit Total War Three Kingdoms mit dem Reich von Sima Jiyong. In dem Sinne, bis morgen dann, euer Imperator. Ciao.